Es wird Nacht, Senorita. Ich finde das ziemlich ein Scheiß. Wo muss ich denn hin? Ach ja, ich weiß. Rennen wir mal zurück in unsere kleine Schutzhöhle unter Tage. Hier auf der Insel Karl des Kahlen, die keine Insel ist, wie wir inzwischen wissen, das ist klar. Ich bin noch mit der Mondstation beschäftigt. Mal wieder überrascht worden. Ich schlafe schnell eine Runde. Ach, vielleicht sollten wir uns... Ach nee, das geht nicht. Ah, nee. Langsam. Was möchte der Mann denn sagen? Also, der Mann möchte euch sagen, dass er vorhatte, sich ein Bett oben auf den Pilz zu stellen. Aber das hat natürlich keinen Sinn, da es da ja noch kein Dach gibt. Ich denke mal, das Dach nehmen wir jetzt auch mal schnell in Angriff. Da haben wir es auch schon geschafft. Oh, wartet mal, ich muss mal eben was nachschauen. Ich glaube... Ah, ja, der Übeltäter hier, ne? Ich will euch ja hier nicht anfuschen. Weiß gar nicht, warum ich das letztens ausgeschaltet hatte, kurz. Was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe ein Seed erkundet und wollte dabei meine Ruhe haben und habe dann auf Peaceful gestellt. So war das nämlich. Ja, jetzt wisst ihr es. Gut, was sehen wir denn da vorne? Ah, ich habe ein kleines Dach, eine Dachsäule oder was weiß ich, konstruiert auf unserem Riesenpilz, der mal eine Mondstation werden soll oder irgendwas in der Art halt. Science-Fiction-like, ja. Und da im Hintergrund seht ihr, habe ich noch einen weiteren Pilz angefangen, nur mal so, um mir selber zu zeigen, da soll er hin, ja, da müsste noch was machen. Ja, ich habe gedacht, ja, also jemand schickte mir, ja, und wie das so ist, da startet man voller Elan in ein neues Video und wird auch schon prompt unterbrochen, weil, was weiß ich, das Telefon klingelt oder die Nachbarin wieder vor der Tür steht, um einem ihre neuen Strümpfe zu zeigen oder sowas, ja. Aber da sind wir natürlich überhaupt nicht für empfänglich, wenn wir hier gerade Minecraft spielen. Ich lasse sie jetzt einfach mal im Treppenhaus stehen und mach hier mal weiter, so. Ich war dabei, euch zu erzählen, dass ich hier so eine mal versucht habe, das so zu... Ja, ich mache das mal in Erde. Ne? Jemand schrieb, ey, mach das doch nicht in Erde und Stein, das sieht doch scheiße aus. Das weiß ich auch, Leute. Ich mache das immer als entweder Baugerüst mit der Erde oder ich konstruiere schon mal so etwas vor. Ganz einfach aus dem Grunde, weil das schneller geht mit Erde und man die auch schnell, wenn man sich vertut, wieder abhauen kann. Und angenommen, ich würde jetzt hier in Schönstein arbeiten, ne? Und ich würde mich vertun... Ne? Weil ich auch gar nicht weiß, wie man so eine Kuppel baut, ja, dann ist das natürlich ziemlich dämlich. Dann wäre der ganze Schönstein verbraucht. Hier diese Rundung lasse ich jetzt erstmal. Die ist jetzt nicht so, wie ich das von einigen Schablonen kenne, die mir ein freundlicher Mensch zugeschickt hat. Man kann ja schöne Kreise machen und in verschiedenen Größen. Ich habe hier mal Pi mal Daumen gearbeitet und sag mal, belasse es jetzt für diese Plattform auch einfach mal dabei. Versuche jetzt mal an den anderen Seiten, obwohl das sieht jetzt eigentlich cool aus, vielleicht könnte ich da jetzt einfach das als Schönstein ersetzen. Ist doch wirklich eine schöne Sache, vielleicht geht das auch so schon, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumbalanciere. Hui, ja, mal drauf. So. Hier werden wir dann Probleme bekommen, ja, von unten nochmal und dann hier nochmal dran, den hier weg. Wie komme ich darauf? Siehst du, dann brauche ich dann wieder hier mein Baugerüst praktisch. Ach, so mache ich das jetzt auch einfach, weil das ist ja nun wirklich viel einfacher. So, bisschen hier rum. Ja, hier drauf. Und den wieder weggehauen direkt. Da müssen wir, kann der da wieder hingeklatscht werden und den wieder weghauen. Und dann hier so ein bisschen drauf. So, und dann hier wieder einen Stein hin. Und dann das wieder weghauen. Und dann noch weiter nach rechts. Wow. Keine Angst, ich halte die Shift-Taste gedrückt. Das schaffe ich gerade noch. Hier komme ich auch noch so gerade eben rum. Ups, das war falsch. Der weg. Hier unten nochmal bitte etwas unter die Füße. Man kommt sich sonst so ein bisschen schwerelos vor. Aber das passt ja auch wieder. Schwerelosigkeit.
So, herrlich, herrlich, das kann da wieder weg, das sehe ich jetzt schon. Machen wir den hier direkt so und dann laufen wir mal darüber. So, jetzt habe ich auch noch mein Fenster auf und draußen rumpelt irgendwer mit Mülltonnen rum. Also heute ist aber wirklich der Wurm hier drin. Normalerweise bin ich gewohnt, hier völlig meine Ruhe zu haben beim Drehen, aber heute ist da irgendwie, geht es drunter und drüber. Wie mache ich das jetzt hier? Einfach so schon mal da schön dran und hier. Dann haben wir das ja, da müssen wir praktisch gekreuzt auch nochmal tun. Ja, könnte ich eigentlich auch schon direkt hier oben schon mal wieder so ein Kreuz ansetzen, ne, damit, dann hat man doch hier schon mal wieder ein bisschen mehr Orientierung so. Ja, und dann müssen wir zum Schluss natürlich noch. Ah, da fällt mir gerade siedendheiß ein, dass ich noch gar kein Glas dabei habe, oder? Habe ich Glas dabei? Ich muss gleich mal nachsehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe kein Glas dabei im Moment. Da müssten wir das vielleicht mal. Ja, nicht nur vielleicht, da müssen wir das auf jeden Fall mal herstellen gehen. Hab ich denn in der Höhle hier vorne, in unserem Unterschlupf einen Ofen? Ich weiß das im Moment überhaupt nicht. Ich glaube nicht, ne? Was sollten wir da mit einem Ofen? So, wie komme ich denn jetzt da runter, ohne mich zu verletzen? Machen wir das mal so. Ach ja, hier. Da muss was hin. Und dann da so hoch. Und das kriegen wir doch hin. So. Klack. Ja, einfach hier wieder. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Ich glaube, das stimmt so. Uah, okay. Bin etwas mutig jetzt. Ja, hier noch einen drunter. Das sieht so ein bisschen stabiler aus. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie ich das gebaut habe. Ob das denn auch stimmt. Da, zwei. Ja, stimmt. Hätte ich mir jetzt selber gar nicht zugetraut. Jetzt kommt es darauf an, das Zeug wieder wegzumachen. Der ist also wieder sehr praktisch. Vielleicht wieder von da hinten nach vorne. Ist übrigens auch unwichtig, weil wir ja lieber mit der anderen Säule anfangen. So, pass auf. Und zwar ein da hoch. Dann drei rauf. Zwei, drei. Baugerüst bauen. So, hier was dran, hoch, nochmal zwei da drauf stellen. Das ist jetzt schön, das kann man so einfach so abgucken. So, hochspringen. Wie geht's dann? Dann werden so zwei so Stufen angebracht, also einmal so. Und dann hauen wir hier noch ran. So, ja, genau. Mal sehen. Wie geht's weiter? Dann zwei so quer. Ah, ja. Warum nicht, ne? Wenn der Baumeister das so will, dann machen wir das so. Ah, aua, aua, aua. So, da muss ich extra immer so ein Werkzeug für nehmen, um das abzuhauen. So, und jetzt müsste ich noch zwei daran oben bauen und dann müsste ich eigentlich da dieses Kreuz in der Mitte treffen und ich glaube, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass das hinhaut. Ja. So, und dann machen wir uns jetzt hier mal auf. Hier aber, ah, la la la, ein bisschen, aber ein bisschen langsamer. Pass auf, jetzt, ach, schon wieder vertan. Okay. Ich glaube, wir kriegen das doch jetzt sehr schön hin. Sofern mir nicht der Schönstein ausgeht. Der Koppelstein. Völlig, völlig Banane hier. So. Das muss dann noch einmal ein Zweier sein. Ja, das passt ja gerade. Und dann schaue ich mal nach, ob ich noch was im Inventar habe. Hab ich denn noch was im Inventar? Nein, doch. Sicher, natürlich. Ha. Sehr gut vorbereitet. Jetzt sollten wir allerdings uns von oben. Nein, wie heißt das andere Wort? Das Gegenteil von oben ist unten. Aua. Wir sollten uns von unten jetzt annähern. Das ist dann doch irgendwie etwas leichter, als da oben rum zu balancieren. Drei, dann kommt hier. Ist schon wieder der Tag um. Ach du meine Güte, noch einmal und zugenäht, du. Ja, ist uns jetzt egal. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Ja, lassen die Monster Monster sein.
Ist das richtig, was ich hier mache? Schreit einfach, ne? Oh, jetzt muss ich mir ein bisschen Erde einsammeln gehen. Das ist sonst nicht gut. Komme ich nicht weiter. Ah, jetzt mache ich das natürlich so, dass ich dann da oben nicht mehr richtig hinkomme. Also erstmal hier so abbauen, so. Muss ich mir gleich ein neues Baugerüst bauen, um das Baugerüst abzubauen. Jetzt fahren hier auch noch irgendwelche schweren LKWs vorbei. Also ich glaube, hier ist wirklich gleich mal angesagt, dass ich mal Leute richtig auseinandernehme. So, hier hoch, dahin, da dran. Bauen, bauen, bauen ist doch immer das Schönste. So. Das stimmt doch gar nicht, was ich hier mache. Das stimmt doch gar nicht, oder? Warte mal, ich sehe hier jetzt auch nichts mehr, ist das Problem. Irgendwo habe ich mich jetzt da in dieser Zeit völlig vertan. Drei hoch, dann einen hoch. Ach, den habe ich mir. Ja, da muss ich einfach nur diese Ecke weghauen. Das ist kein Problem. Und dann stimmt das nämlich schon. Komme ich hier hoch? Wie komme ich denn hier hoch? So, dann mal den da weg. Ja, Leute, ich lerne auch allmählich mal Minecraft zu spielen. Ne? Machen wir das mal hier. Wo war das denn jetzt, die Ecke? Das ist der Zweier, dann das ist das hier. Das stört. Das machen wir weg. Ach ja. Ne? Ach ja. Baugerüste brauche ich gar nicht so richtig abhauen, weil ich ja noch mit dem Glas und alles darum balancieren muss. Apropos Glas, da fällt mir jetzt natürlich ein, was wir denn hier machen können. Wolle haben wir, Wolle, da haben wir noch mehr. Und wir haben überhaupt keinen Sand hier. Oh, 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 oh. Und auch kein Bett und gar nichts. Reicht das eigentlich alles hier noch so? Ah, ja. Was können wir denn jetzt in der Nacht noch unternehmen, was relativ sicher ist? Ah, da ist ja noch nicht mal beleuchtet. Wie viele Fackeln habe ich denn auch noch? Auch keine Fackeln mehr dabei. Ach du meine Güte nochmal. Haben wir nämlich Kohle und Holz hier. Holz haben wir da, aber keine Kohle. Wir müssen in die Höhle zurück. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Okay, wenn wir totgehauen werden, dann ist das nicht so wahnsinnig schlimm, weil wir jetzt nicht so wahnsinnig viel wertvolle Sachen dabei haben. Ich kann jetzt hier noch mal ein bisschen aussortieren. Ja, die braune Wolle lassen wir jetzt mal hier. Ist ja kostbar. Auch ich habe auch das normale Texture-Pack jetzt gerade drauf. Wieder mein eigenes, ne? Das andere war ja, in den letzten drei Folgen habe ich das Texture-Pack von Mangelware benutzt. Also das ist eine Person und die nennt sich Mangelware und die war so freundlich und hat mal. Wow. Ich hoffe, ich renne hier richtig. Ich renne einfach, ich renne einfach. Egal, da ist ein Creeper, aber das ist ein Zombie, sehe ich da gerade. Ja, Mangelware hatte ein Texture Pack gemacht. Das habt ihr in den letzten drei Folgen, habt ihr das gesehen. Und jetzt habe ich hier mein eigenes drauf. Das war auch so relativ ähnlich zu meinem eigenen. Ein paar Änderungen waren da drin. Zum Beispiel ziemlich genialer Sand, wie ich fand. Und die Pilze fand ich auch sehr gut. Boah, wie ich das jetzt gemacht habe. So völlig furchtlos, mitten im Satz, ne? So, nun laufe ich hier mal in die Kammer. Wow. Ach, wir haben doch einen Ofen. Was will ich denn überhaupt? Da ist sogar Kohle drin. Also, auch wir bauen uns jetzt erstmal. Kohle haben wir natürlich hier. In Massen, ne? Sehr schön ist auch, dass ich beim Starten der Expedition nach Kalskalen eine Angel mitnehmen wollte. Unbedingt. Und ich habe die bisher seitdem, das sind jetzt schon wieder 5 Folgen oder was, habe ich die nie benutzt, ne? Ach, ja. Bisschen Fleisch. Ich habe überhaupt kein richtiges Fleisch dabei. Ein Ton da draußen rum. Bereite ich mich jetzt mal ein bisschen besser vor. Wann haben wir denn hier? Wo haben wir denn? Was haben wir denn hier wohl? Fackeln und. Ja, nehmen wir mal diesen Kohlstapel mit. Holz habe ich jetzt hier gerade nicht, oder was? Doch. Naja, die Fackeln sind ja jetzt hier nicht besonders wichtig. Die Hauptsache, wir können sie gleich herstellen. Machen wir nur ein paar. So. 16 Stück noch dazu. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann haue ich hier noch den restlichen Kohle rein. Aber wir haben nach wie vor keinen Sand hier. Das bedeutet, wir werden am nächsten Morgen, den wir jetzt in wenigen Sekunden schon haben, loslaufen und Sand kassieren. Ich
ich renne hier einfach jetzt mal. Ich gucke gar nicht lang. Also. Na? Zum Glück klappt das ja inzwischen mit den Spawnpunkten. Hallo, Kumpel. Ah, nein. Das ist das viele. Ach du meine Scheiße. Jetzt muss ich aber gucken, ey. Ja, komm mal hier raus, genau. Dann bist du nämlich schon erledigt. Ah. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Na los, lauf doch mal. Da ist noch einer. Oh, halbes Herz nur noch. Schnell, schnell, schnell mal eben Entfernung machen. Dann wenden. Ist doch alles okay, ist doch alles okay. Komm, mal eben was essen. Noch mehr essen. So. Den locken wir jetzt, den machen wir uns jetzt einen Spaß draus, sind sogar mehrere. Die locken wir jetzt hier zum Verbrennen, ja, zum fröhlichen Verbrennen. Da kommen immer welche raus. Als ich hier ankam, kam da auch einer raus. Ja, da fällst du mal da das Loch rein. Burn, baby, burn. Ja, jetzt guckst du doof. Das dauert ja ewig, ne? Ja, da haben wir es geschafft. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ist der schon? Hat's den schon? Ja, 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 hier. Und dann lief da unten noch eine Spinne rum. Da, die greift uns an. Die will es ja nicht anders. Und niemals so lange stehen bleiben an einem Ort, glaube ich. Ist keine gute Idee. Naja. Nehmen wir uns die Federn mit, die brauchen wir überhaupt nicht. Ach, die Zombies, die kriegen in Beta 1.8 ja ein neues Item, ne? Gott sei Dank, endlich. Ne, weil die sind so überflüssig. Nicht so überflüssig, aber, ne, Federn finden wir doch nur wirklich. Vor allem, wo wir ja demnächst auch immer Brathähnchen jagen müssen und so, ne? Also nicht Brathähnchen jagen, sondern nur normale Hähnchen jagen und dann daraus Brathähnchen machen, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dass wie im Schlaraffenland praktisch hier schon die gebratenen Hähnchen durch die Gegend rennen. Ne? So. Sand brauchen wir. Was machen wir denn jetzt hier? Machen wir einfach mal hier so Reihe für Reihe so ein bisschen Sand weg. Oh, wir brauchen viel, wir brauchen viel, wir brauchen viel. Ja, ja, doch. La, 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 li, la, li, la. Ach, schade, jetzt hätte ich euch gerne nochmal den Sand gezeigt von der Mangelware. Sollen wir das mal eben machen? Ich schalte doch mal eben um. Augenblick mal. Ups, ja Leute, da ist mir etwas total Dummes passiert gerade. Ja, ich habe das Texture Pack geändert, kurz das Video gestoppt und habe dann natürlich wieder vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich wollte euch nur den Sand zeigen von Mangelwares Texture Pack. Ich habe inzwischen ganz viel Sand geerntet und habe euch lustige Geschichten dabei erzählt, die ihr jetzt nicht mehr hören könnt, weil ich sie ja nicht aufgenommen habe. Es war alles umsonst. Shit happens. Ja, das ist halt so. Das kommt vor, das kommt vor. Ah, wieder ein Zombie, da sehen wir auch schon. Ja, komm, lass mal auch wieder schmoren, das ist immer so schön. Wir konzentrieren uns hier auf den Sand. Ach, das ist ein bisschen wenig. Da hinten. Ah, jetzt wird's dunkel. Komm, Sonne, stell dich nicht so an. Spende uns noch etwas Licht, bitte. Wir wollen doch nur einen Blick auf mangelbares Sand werfen. Da. Und ich finde den wirklich dafür, dass das kein HD-Texture-Pack ist, ja, finde ich den wirklich sehr schön gelungen. Und ich denke mal, das inspiriert mich auch, wenn ich mich mal an die nächste Version von meinem Texture-Pack mache. Vielleicht ändere ich auch mal meinen Sand so ein bisschen. Klaue ich bei der Mangelware einfach eiskalt, ne? Ja, viele Leute haben gefragt, was ist denn, wo kriege ich denn das? Gebt doch mal den Link und so. Ja, Leute, ich weiß das gar nicht so. Im Forum gibt es da irgendwo einen Post, glaube ich, ja, bei uns. Minenarbeit.de/forum. Oder nee, wie war das? Forum.minenarbeit.de. Ach, guck doch selbst. Ja, ja, ich weiß nicht, wo der Mangelware hat mir das Ding zugeschickt. Und ja, jetzt habe ich keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Ich kann euch jetzt da gar nicht einen Link geben im Moment. Guckt doch bitte selber, ihr findet das dann. Und könnt euch runterladen. Hier, den Schönstein hat es so ein bisschen rauer gemacht. Vielleicht sieht es noch ein bisschen zu sehr nach Cobblestone aus, so, aber die Idee finde ich gut. Ne? Die Idee finde ich gut. Ja. Ja, auch schon mal hier, ich spiele ja so unheimlich gerne, komm, wir gehen mal ein bisschen noch so weit. Ich brötschel hier übrigens gerade mal Glas, ja, das ist das ganze Sandzeug, was ich gerade noch so aufgesammelt habe.
was ihr verpasst habt. So, das habe ich jetzt hier. Ich habe noch neue Öfen gebaut. Jetzt lasse ich das hier schmoren und in der Zeit können wir einfach. Ich sprach gerade davon. In die Höhle gehen und etwas kämpfen oder sowas. Jetzt hau ich auch noch die Tür kaputt. Ah, hehehe. Jetzt die Tür zu, es gibt kein Zurück. Ja, wie gesagt, hier war ich schon überall, aber sicher ist was anderes. Ja. Ja, ich spiele gerne Vanilla, ne? Wisst ihr ja. 16 Pixel, ganz normal. Das ist für mich das ultimative Minecraft-Feeling und HD wird gerade insbesondere bei Minecraft völlig überschätzt. Ich will das nicht schlecht machen oder so. Es gibt da schöne Sachen auf jeden Fall. Ne? Ich will da überhaupt nichts verallgemeinern. Aber mein persönlicher Geschmack ist das einfach so, dass ich Minecraft so gerne... Ach, nicht nur bei Minecraft. Ich lege auch bei anderen Computerspielen nicht so viel Wert auf die Grafik. Es ist mir scheißegal, wenn ich eine fotorealistische Grafik will, dann gehe ich raus. Ja, ja, also mache ich den Computer aus und dann gehe ich raus in Wald oder so oder durch die Heide, ne, und genieße das dann, dass ich da alles, ich sehe sogar in 3D, ja, ist dann so noch so ein neuer Trend, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, völlig überschätzt alles, ne, Geldmacherei, Abzocke, nein, Spaß, Leute, ne, es ist Geschmackssache und neue Sachen sind immer interessant anzugucken. Und ich gebe auch offen zu, wenn es für Minecraft einen offiziellen Support für HD-Texture-Packs gäbe, ne, was ja schon mal vom Jeb irgendwie so ein bisschen angekündigt war, also der hatte jedenfalls schon mal davon gesprochen, dass er da auch grundsätzlich für bereit wäre, Minecraft halt für HD-Texture-Packs richtig zu öffnen, sodass man da nichts Komisches mehr installieren muss und erst noch irgendwelche Backups und Geschissen, sondern einfach mal so, wie jetzt auch, ne. Wenn das denn der Fall wäre irgendwann, dann würde ich auch ein HD-Texture-Pack versuchen herzustellen. Das ist gar keine Frage. Ne? Allein so aus Neugier und ein bisschen Basteldrang. Och, guck mal, da habe ich noch Gold liegen. Bisschen blass vielleicht, aber andererseits auch wieder okay. Ne? Ist halt für die Hardcore-Gamer. Ne? Minecraft-Professionals. Ne? So. Oh je, Mensch, ja, okay, hier war ich doch wohl dann doch noch nicht. Ich glaube, ich hatte so viel Schiss, als ich hier ankam. Oh, nee, ne. Okay, keine Silberhacke, aber wir wissen, dass es hier noch allerhand Zeug gibt. Und auch ich sage jetzt, ich lasse mal einfach das Glas oder beziehungsweise den Sand noch zu Ende britscheln und suche hier mal vielleicht den Ausgang. Hier lang, ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann machen wir dann weiter. Wo geht's denn lang? Hier, ja. Ja. Ah ja, und hier hoch. Langsam kenne ich dann doch den Weg. Gucken. Alles klar. Ja gut, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir dann auf unseren Pilz irgendwie ein Dach bekommen, wenn uns nichts dazwischen kommt. Ihr wisst ja, wie das so geht manchmal. Ne? Und dann sehen wir uns dann wieder. Macht es gut. Zack. Hinein. Ist eigentlich Nacht? Soll ich mal schlafen gehen? Ist Nacht? Ich guck mal. Sieht nicht nächtlich aus, ne? Oder? Oder wie? Oh, doch. Ziemlich. Okay, ich schlaf. Und am nächsten Morgen sehen wir uns dann wieder. Macht es gut.